Ja, und damit auch wieder. Hey Leute, hier ist mal wieder euer Wahoo Benny. Jo, ich habe hier ein Spezi und eine Pizza Hawaii. Ja, ich weiß, wer mich jetzt dafür hält, aber scheiß mal auf euch, Alter. Ich bin am Verhungern. Jo, ich baue gerade weiter am Flugzeug. Irgend so voll paar Treppen in die Richtung platziert. Ich weiß überhaupt nicht mal, wer hier überhaupt was machen darf. An den Besitzer da oben einmal. Was ist da eine Kiste? Also theoretisch, er ist ja gerade nicht da. Schauen wir mal, was der hier verändert hat. Also auf jeden Fall die Kiste. Okay, jetzt verstehe ich, wieso da eine Kiste. Okay, ja, da nehmen wir aber nichts raus, weil das wäre ehrenlos. Ich brauche nur Spinnenfäden oder Seide. Das nehme ich aber auch gerne. Oh Scheiße. Haben wir nicht hier. Also gut, ich brauche Spinnen. Nee, beim Aufheben gibt es ja keine Spinnen. Ah, ich muss hier mit der Armbrust töten. Oh, scheiße. Damit ich hier Dingens ins bekomme. Ich glaube, so eine Axt ist mir immer lieber zu, wenn ich damit was töte als Armbrust. Okay, ich bleib einfach hier stehen. Scheiß mal auf euch, Alter, ich hab Hunger. Na komm, greif mir dann bitte.
kein Problem. So, was mache ich denn jetzt? Ich liebe dieses Spiel. Ah, das ist einer. Aber ich muss nicht mal brennen. Okay. Ja, alles klar. Also ihr merkt schon, das ist ein Spiel für die ganze Familie. Ich muss sagen, ich bin aber auch, und das macht es wahrscheinlich nicht einfacher, ich bin auch ein bisschen nervös. Ich bin ja nicht so oft auf dem Kanal von Hand of Blood. Um genau zu sein, war ich hier noch nie. Ich soll ja ein bisschen mehr Hand of Blood-mäßig sein. Der Schwanger. Das ist so schlecht. Das ist einfach so schlecht. Liebes Hand of Blood-Team, es tut mir wirklich einfach leid. Ich bin nur so ein Typ aus dem Internet, der Scheiße labert. Aber was, ich steige jetzt wieder ein. Frag mich, wo Henno Urlaub macht. Ich glaube, er ist nicht so Malediven. Malle. Chill mit so einem Bierhelm. Bier im Bild. Ballermann mit seiner Freundin. Falco hat auch so einen Eimer, wo er einen Lütten trinkt. Ah, guck mal hier. Hier habe ich nochmal einen. Ja, klingen. Dieses Spiel, Mann. Jetzt fahren wir wieder zurück zur Einsatzzentrale. Oh, da sind wir wieder. Wunderbar. Ich bin bereit für meinen weiteren Auftrag. Ja, hier bei Straßenmeisterei Rabe. Wir machen hier, Knabe heißt das. An der Landstraße müssen Arbeiten ausgeführt werden und wir kümmern uns um das Absperren der Straße. Also los, hole das Fahrzeug mit Wadenleitaufsatz aus der Halle und belade es mit allen notwendigen Materialien. Man merkt, ich komme aus der Branche. Öffne eine Ladeklappe, mache ich. Lade die Fahrzeug. Oh, jetzt muss ich hier wieder. Das ist auch das. Musst du jetzt einzeln aufladen? Sollen die ja, Gegenständeautomat. Hä? Hör auf. Ich muss das selber aufmachen. Hä? Muss ich? Stopp! Alter. Geisteskrank. Ja, spannender sah aber auch mal schön aus. Hier ist keiner schief. Und es sind angeblich 9. Oh, der ist schief. Oh, schnell, kein Problem. So, was mache ich jetzt? Spitz in die Nase bekommen. Aber ich will jetzt auch noch mal kurz. Das sollte jetzt nicht mal sein. So, ich packe den Spitz ein bisschen nach hinten, dass ich den nicht direkt umkipp. Ich bin jetzt mal weg, ja. Ja.
alle pissen müssen, ist nicht mein Problem. Ich kenne das schon aus, wenn ich einer TikTok einfach zu geil, dass der mich wieder die alten TikToks haben. Wir haben schon gesagt! Ich habe keine Zeit mehr zu warten, ne? Ich fahre jetzt einfach über. Wer hat den Schlüssel zur Toilette? Ja, dann gucke ich jetzt hier wieder auf meine Armatur, dann sterben wir halt wieder. Weil ihr alle pissen müsst, ist nicht mein Problem. Wir werden alle sterben. Wir haben schon gesagt! Ich habe jetzt keine Zeit mehr zu warten, ne? Ich fahre jetzt einfach über Rot. Bin flinks, muss ich, darf das. Was ist hier denn wieder los? Boah, nee, da war ich nur raus. So, wir müssen jetzt in der Baustelle nach ganz vorne, ne? So macht man das in Germany. Schnell nach vorn. Wir nehmen vorsichtshalber mal zwei Spuren ein, damit auch keiner mehr überholt. Wichtig. 130 ist erlaubt. Hey, da kommt eine Baustelle und es wird erstmal schön 130 angezeigt. Und auf einmal 60? Da stand gerade 60. Die fahren alle schneller als 60. Die machen sich alle strafbar. Polizei. Polizei. Das war so eine geile Szene. Ja, war eine geile Experience mit der Unfall. Ah! War ein Unfall. So, ich fahr hier mal. Du bist ein Unfall. Ihr wollt doch schippern, ne? Schiffen. So, hier wird jetzt erstmal getankt. Ja, mehr. 239,66. Oh, feier, das ist gut. Ich fahr gerade tanken. Ist teurer geworden, als ich dachte. Hat Lust, sich jemand zu beteiligen? Niemand? Undankbares Pack. So, was ist das hier? Ein Meckes oder was? Fettreich. So, will jemand was von... Schön fettreich Burger oder was? Flixbus Simulator. Schöner Meckes-Flip, by the way. Na, sorry mal für die ganzen Störungen. Wir sollen eigentlich in einer Dreiviertelstunde da sein. Dafür haben wir ein bisschen was erlebt. Können wir unseren Kindern noch von erzählen? Könnten Sie bitte etwas heizen? Könnten Sie mal ein bisschen Schnauze halten? Also ich muss aber auch sagen, so ein Fernbusfahrerleben ist super boring, ne? Du fährst die ganze Zeit nur geradeaus. Da ist das Risiko, dass man abgelenkt wird, natürlich hoch. Ne? Ah, guck mal, Kollege! Hi! Ich bin zu jung zum Sterben. Ja, und ich bin zu schön! Was ist denn das hier jetzt da vorne? Das ist eine Polizeikontrolle? Ja! Endlich werden wir von der Polizei kontrolliert, schön! So. Hallöchen, Pumpöchen. Frau Messe. Gibt es jetzt kein Gespräch oder was? Ich dachte, wir unterhalten uns kurz. Gar nichts. Ganz, ganz schwach. Oh, wir müssen raus, ne? Scheiße, wir kommen jetzt auf die andere Spur. Sag mal rein. Was für ein? Gut gehandelt. Buschinski. Oh, jetzt gibt's hier aber eine scharfe Kurve mit 100 Sachen durch die Kurve. Challenge accepted. Was für ein Seegang ist das? Da ist schon der Eiffelturm. Ich schwöre euch, das war keine Absicht. Es könnte sein, dass wir ein bisschen zu schnell für die Kurve sind. Oh mein Gott, wir haben etwas überfahren. Ja, deine Mutter! So, wir sind schon da. Oh, ganz entspannt rein. Ich leide wie die MC oder so. So, tschüss, ne? Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Wer hat den Schlüssel zur Toilette? Deine Mutter. Sorry.
Deshalb, ja, das hättest du mir noch früher sagen müssen, dass du erst dann einzeln kannst, wenn der Person aussieht. Natürlich liegt da oben in der Kiste noch was. Holla. Also, wenn du jetzt mit Twitch Geld verdienst, durch Subs, mach bloß mit diesem riesigen Fehler eine Umsatzsteuer. Pass auf, als Streamer bist du eventuell umsatzsteuerpflichtig. Dein Geld verdienen durch Twitch Subs wird es allerdings etwas komplizierter. Twitch hat seinen Sitz in den USA, aber du streamst aus Deutschland. Es besteht eine internationale B2B-Geschäftsbeziehung zu Twitch. Ganz wichtig dazu, die Umsatzsteuer entsteht bei internationalen Geschäftsbeziehungen immer in dem Land, in dem die Dienstleistung erbracht wird. Nach dem Reverse-Charge-Verfahren muss Twitch für dich die Umsatzsteuer zahlen. Aber ganz wichtig, das Finanzamt glaubt dir das nicht so einfach. Twitch gibt dir keine ordnungsgemäße Rechnung. Um am Ende nicht doch 90% deiner Einnahmen aus Subs abführen zu müssen, erstellst du nur für deine Buchhaltung eine Proforma-Rechnung. Dann lässt sich das Finanzamt auch in Ruhe weiter streamen. Wir müssen unbedingt verhindern, dass die IOC die Faltwaffe aktiviert. Wenn wir versagen, wird der Dienstplanet. Muss jetzt nicht unbedingt dazu. Zanderhecht und Barsch. Derjenige, der das jeweils größte Exemplar jeder Spezies gefangen hat, war Goldfischer, der König der Angler. Bevor er starb, waren seine letzten Worte: Ihr wollt meinen Spot? Sucht ihn doch. Irgendwo habe ich den besten Spot der Welt entdeckt. Dieser Spot ist der One Spot. Und er liegt irgendwo in den Niederlanden. Damit fing das große Anglerzeitalter an. So Leute, schaut euch mal diese Pringles-Packung an. Wie groß die ist. So viele Chips. OMG. Die sind gerade hier in Dubai bei Carrefour. Ich glaube ihn. Schon gewohnt, ne? Jetzt steigt ein oder bleibt draußen. Ey, ich sag dir, ne, wenn er nicht mindestens ein Mercedes oder ein BMW fährt, dann will ich ihn auch nicht. Du sitzt hier in einem Bus mit deinen gefälschten AirPods und hast noch Wünsche von deinem Traummann? Sei mal bitte ganz schnell leise, ne? Ey, Clara, kannst du von dem Kiosk von dort drüben einmal einen Durstlöscher für mich holen? Ich kann dir leider nicht aussteigen. Ich gebe dir einmal das Geld hier, dann kriegst du eine Tageskarte for free, okay? Oh, ich hab die Haltestelle verpasst. Liebe Fahrgäste, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass ich zu weit gefahren bin und die Haltestelle Uralstraße verpasst habe. Musste hier zufällig jemand aussteigen? Ja, ich. Ich auch. Ja, ich auch. Ich. Ja, da habt ihr leider Pech gehabt. Dann müsst ihr einfach an der nächsten Haltestelle aussteigen. Danke. Du, Kinder, wir werden jetzt ein Lied singen. Geil. Welches Lied ist das? Dieses hier. Aramsamsam, Aramsamsam. Guli, 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 Ramsamsam. Moment mal. So. Ich bin wieder zurück in der GTA-Glitch-Szene und ich habe hier wieder was Cooles. Wo diese Games sorgen dafür, dass du deinen PC abdrehst. Der Simulator ist schon eine legendäre Spielerei. Aber geh einfach durch dieses Loch im ersten Teil und du gelangst zu den Serverräumen. Was tun, denkst du? Naja, du bist halt eine Ziege, also machst du Sachen kaputt. Bis du drauf kommst, dass wenn du den Serverraum zerstörst, auch dein Spiel beendet wird. Aber noch verrückter ist hier die Stanley Parable. Die gar nicht wollen, dass du zum Spiel zurückkehrst. Das Achievement Goal Zeit wird dir nämlich verliehen, wenn du das Game ganze 5 Jahre nicht geöffnet hast. Aber es gibt noch ein besseres. Super Go-Out
Zeit, wenn du dein Game 10 Jahre ungeöffnet lässt. Diese Games sorgen dafür, dass du deinen PC abbrichst. Doom Simulator ist schon eine legendäre Spielerei. Aber geh einfach dieses Loch im ersten... Was ist denn das für ein Mist? Ach, nur ein paar Donuts. Oh, nein, 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 Scheiß auf Kaffee und Donuts. Du musst deinen Körper wie ein Tempel behandeln. Red Bull für ausdauernde Energie. Totandorfleisch für Protein. Ginkgo Biloba, um geistig auf Zack zu bleiben. Hör zu, wenn am Ende eines langen Tages ein Verbrecher mit einer Axt auf dich zustößt, solltest du nicht überlegen müssen, auf welcher Seite deines Körpers deine Waffe steckt. Los jetzt, du kannst was von mir abhaben. Aber... Wo bleibst du, Gallagher? Los, los! Wir müssen nicht bezahlen. Was sollen die machen? Etwa die Cops rufen? Wir haben ein 1080 Nordseite Lincoln Park. Alle verfügbaren Plätze zum Einsatzort. 1080 ist eine Verfolgungsjagd, oder? Ja, Abmarsch. Hey, hey, falsche Wagenseite. Was, Sie wollen, dass ich fahre? Du wirst nichts lernen, wenn du immer nur Beifahrer bist. Fuck ja. Ich hab's dir gesagt, wenn du über die 41 fährst, steckst du irgendwann im Stau. Was glauben Sie? Krieg ich Ärger, weil der Scheinwerfer hin ist? Nein, der Chevrolet hätte in beide Richtungen gucken müssen, bevor er über die Straße lief. Sieh dir das an. Was ist das? Eine alte Lady, die in ihr Handy schreit. Ein paar Gaffer, die rumstehen. Okay, und dieser Gaffer da? Erzähl mir was über den. Ein Weißer, Mitte 20. Macht irgendwie einen auf Meckerbohr. Schnappen wir uns den vor. Ein einzelner Weißer, der sich in der Nähe rumtreibt, wenn ein Schwarzer verhaftet wird? Zu 90% ist der Schwarze sein Drogendealer. Ist das nicht Racial Profiling? Wir alle kennen die Schwarzen doch. Was ist denn Schwarz? Bitch, ich bin Cop. Yo, können wir reden? Hey, 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 wo wollen Sie hin? Ich zieh den feuchten Dreck an, Lady Fofo. Oh, Waffe, Billy. Ja, Professor. Bitch, jetzt geht mir sogar alles was an. Hände hoch, Motherfucker. Ja, Hände hoch, Motherfucker. Na, Lina. Was, echt jetzt? $8 Excuse-moi de te déranger, mais tu serais pas en train de faire de la merde. Mais c'est le matin, c'est bien ce qui me semble. Vas-y, tu veux pas juste m'aider pour une composition? Ich hab keinen Bock auf Klassen, ne? So, der Herr. Halt deine Fresse, das haben die nicht gemacht. Gib mir mal schnell deinen Maul. Oh mein Gott, wie geil. Scheiße, Digga. Ich meine, das ist sehr schlecht, mach das nicht. Oh mein Gott. Digga, ich muss wir müssen aber jetzt zurück, ne? Ja, ich will. Oh nein, junge Männer klauen Straßenbahnen. Die Innenfahrt führt durch ganz Braunschweig. Am Rathaus konnte umgestiegen werden, ein anderer Bahnfahrer bemerkt den... Oh. Männer haben Donnerstag früh was? Bei den 23-Jährigen, für die sind so alt wie ich. Oh mein Gott, oh. Das war ein Braunschweig, bei Kuchen-TV-Bad. Ob man auf Kleinanzeigenseiten auf Null kaufen kann? Bitte, Edgar, was machen wir heute? Als erstes hole ich mir diesen Friseurstuhl. Da muss ich selbst beim Haareschneiden nicht mehr aus dem Auto steigen. Dann bestelle ich einen Friseur, der direkt zu mir nach Hause kommt. Für meinen Friseur habe ich dieses Rasierset besorgt und diese Uhr. Damit der ja schon pünktlich ist. So, bin fertig, schau mal. Ich dachte, wir machen einen Takeover. Ob man noch kleiner... Na, dann müssen wir kurz AFK. Und jetzt gibt's... Opa. Ich hör schon Schüsse. So, Frau.
What's he like? Yeah, he's nice. Nice man. So I'm good. Hey, I gotta go. Hey, where are you going? What are you hiding, Peter? MJ, I'm Spider-Man. What? That's what you were gonna say, that you're Spider-Man. No. I'm not Spider-Man. Gerne eine Feuerstelle zur Erhitzen des Wassers, eine Badewanne, einen Platz, um den Körper zu waschen und einen Ort, wo man sich ausziehen kann. Wäre es nicht einfacher, im Fluss zu baden? Ist euch das im Winter nicht zu kalt? Nun, da hast du recht. Glaub mir einfach, ein Badehaus ist etwas Wundervolles. Ich finde, dass wir eins bauen sollten. Das ist gut für die Durchblutung. Wir machen ja schon. Und dann nahmen die Bauarbeiten Fahrt auf. Für die Feuerstelle festigten wir Erde zu Blocksteinen. Dort fließt das abgeschöpfte Wasser rein. Dann bauten wir natürlich die Wanne für das Badehaus. Sie sollte so groß wie möglich sein. Und dann noch der Waschplatz. Das läuft ja alles wie geschmiert. Stimmt irgendwas nicht? Mir ist gerade etwas aufgefallen. Es ist zwar völlig in Ordnung, aus dem Fluss Wasser zu schöpfen, aber sollten wir das Abwasser dann wirklich einfach wieder zurückfließen lassen? Na, wir könnten doch einfach ein paar Schleime benutzen. Schleime? Genau. Sie fressen Exkremente und Kadaver und machen alles sauber. Und wie in der Natur. Vielleicht sehen die nicht auf den ersten Blick erst schwach aus, aber sind in Wahrheit die häufigste Todesursache bei unerfahrenen Abenteuern? Nein, das stimmt ganz und gar nicht. Hecht dich mal los und fang uns schnell welche. Diese Dinger befinden sich sonst in der Nähe des Anfängerdocks. Zugriff für die Kleinen. Okay, ja, das ist alles gut. Wir errichteten ein Abwasserklärbecken für die Schleime. Wenn man die Schleime in die Toilette runterspült, dann machen sie dort auch alles sauber. Das ist zwar sehr praktisch, aber ich habe ein mulmiges Gefühl bei dem Gedanken an die Schleime im Klo. Das Problem mit der Wasserreinigung war gelöst. Nun fehlte nur noch das Holz und das Badehaus war bereit. Das sind Pilze. Seit ich in diesem Wald war, hatte ich mich nicht getraut, Pilze zu essen. Was vielleicht giftig sein könnte. Pilze wären natürlich toll. Es ist aber relativ schwer, sie zu unterscheiden. Die meisten Pilze sind aber echt, wenn man sie grillt. Also, wenn du das willst, dann gehe ich welche suchen. Ist das wirklich möglich? Bei dem Thema ging es meinem auseinander. Wenn das so ist. Shiitake! Schließ alle Pilze wachsen, die ich kann. Shiitake! Aber keine Ahnung, ob diese Methode Erfolg verspricht. Das Badehaus hatte ich ganz vergessen. Es ist soweit. Ich bringe euch jetzt bei, wie man das Badehaus benutzt. Man entkleidet sich in der Umkleidekabine. Und bevor man in die Badewanne steigt, übergießt man sich mit warmem Wasser, um den Körper gründlich zu waschen. Entschuldige kurz. Hm? Es wäre uns eine Hilfe, wenn du es uns vorführen würdest. Also, ich soll es euch vorführen? Erstmal zieht man die Sachen aus. Man übergießt sich mit Wasser und wäscht seinen Körper. Und danach steigt man in die Badewanne. Ich bin im siebten Himmel. Das ist Balsam für die Seele. Wann habe ich das letzte Mal ein Bad genommen? Ich würde gerne eine Feuerstelle zum Einbruch.
Ich muss mal kurz den Song hier raussuchen, deshalb muss ich kurz singen. Denn was gibt's ja Besseres als Google Musik hier raussuchen, den ganzen Shiny Schlag. Perfekt, ja.
One time he could, with the life's in you. One time he could, with the life's in you. One time he could. Once time you, crazy life to you. Ich glaube, ich muss das Update einmal machen. Go shine you. Where's the life to you? No time you. Ich glaube, die haben die App runtergenommen. Ihr kennt das, wenn ihr nicht genug speichert, das hat auf einmal so automatisch da so kommt, dass ihr was löschen könnt. Oh, das war früher halt immer so und jetzt war jetzt eben gerade habe ich das wieder einmal so gehabt. Crazy life to you. What's time to you?
Was ist denn los da? Ich mochte die alte App mehr. Dann hören wir mal seit langem mal wieder hier Musik über Google. Leider ist mein Spezi schon alle. Ich wollte ja eigentlich Energy, aber.
Packen wir es mal bei DCI rein. Nee. Musik! Neuer Ordner. Mir ist das jetzt eingefallen, ich muss ja meinen Browser hier noch einmal. Ja, Digga, was ist denn da los? Ey, Alter, Taskmanager, rette mich mal. Nee, ich bin nicht zurück. Ach, Digga, scheiß heute mal auf, läuft schon. Wir rufen mal zusammen den lieben Cool Gaming an, Alter. Mal schauen, was der macht. Hallo. Moin. Hast du mal deinen Laptop wieder hinbekommen? Nein, hab ich nicht. Das ist scheiße für dich. Ja, aber mein Opa guckt sich das an. Ja, und wann? In 3 Jahren? Ja. Wenn er von uns geht? Morgen früh. Ach, halt's Maul. Nein, nein. Digga, morgen früh. Wie lange zockst du jetzt eigentlich schon nicht mehr? Ja. Ist das schon irgendwie deprimierend, so lange nicht mehr zu zocken, oder? Ja, 3 Wochen. 3 Wochen? Das tut langsam in der Seele weh, dass ich nur noch PlayStation spielen kann. Oh, und dann noch PlayStation. Oh mein Gott, Xbox würde ich ja noch verstehen, dass man da noch lange spielen kann. Aber PlayStation. Mach die PlayStation endlich an! Fang an laut zu schreien! Xbox ist ja nie scheiße. Nee, weil du kannst die Spiele von der Xbox gleichzeitig auf dem PC spielen oder Laptop, wenn du CD hast. Mir, lernt erstmal Deutsch. Mir, doch, egal. Nicht mir, egal. Sag ich doch mir, egal. Das heißt mir, doch, egal. Ich sag dir doch mir, doch, egal. No, der Display-Deutsch, da ist nicht so gut. Das heißt mir, doch, mir, doch, egal. Und du willst wie Hitler sprechen, Alter. Da rollt man auch das R. Mir, doch, nee. Oh, das ist genau. Ja, ja. Ich hab dich so hops genommen, Alter. Digga, das muss man erst mal hinbekommen. Dich. Ach, das ist ja leicht eigentlich. Ja, ja. Mir doch egal. Nein, Spaß. Mir doch egal. Mir egal. Ja, das war Deutsch, Alter.
Ach ja, vergessen. Ist dir doch egal, dass du kein Deutsch kannst. Oh. Ich kann besser Deutsch als du. Ach, wirklich? Mir egal. No. That's mir egal. Ja, mir egal. Nee, mir. Wie gesagt, mir egal. Nee, mir. Mir egal. Vielleicht könnten wir hier... Nee, Junge, das wäre zu wenig hinten. Also theoretisch bräuchten wir vorne da noch einen und da noch einen. Dann dort und dort an den Ecken. Das ist ja mittig perfekt. Und vielleicht hier noch in der Mitte irgendwas. Aber dann könnten wir hier, ihr Lego Fortnite, dann könnten wir hier noch den Weg nach oben von Dingensens machen und hier oben noch was drauf bauen. Achso, und du kannst hier nicht mitspielen, weil es eine Map mit einem Schlüssel ist und die Person, die der Map gehört, nicht da ist. Ey, du Opfer. Was willst du denn, Hurensohn? Ich kann so oder so nicht mitspielen. Petwork. Ja, weil du dumm für Fortnite bist. Nein, weil mein PC kaputt ist, du Hurensohn. Plazy? Ja, nee, danke. Darüber spiele ich kein Fortnite. Ach, wirklich? Wenn du, wenn du bei der Plazy den Controller als Mikrofon hast, dann kannst du den Controller ins Zimmer werfen. Das gibt dann ein schönes Geräusch für die Mitspieler. Ja. Und dann ist der Controller leider kaputt. Ja. Wirklich? Darf ich deinen Controller kaputt machen? Nein. Also es ist dir doch nicht egal. Ja. Also ja. Ja. Also okay, dann komme ich morgen vorbei. Ich fick deine Mutter. Und dann klaue ich direkt deine ganze Plazy. Wenn es dir so egal ist. Mario Kart. Was? Wer spielt da Mario Kart? Keine Leon! Ahnung. Siehst du gerade Mario Kart? Was ist das für eine Mucke? Ich kann dir sagen, was das für ist. Das ist Song. Also ich dachte, er spielt mal ein gutes Spiel. Ich versuche jetzt Mario Kart. Ich hab Bock auf Mario Kart. Du spielst aber die Plazy Mario Kart? Nein, mein Fan ist gut. Ach ja, du hast ja auch eine Nintendo Bitch. Ja, die habe ich auch. Aber ja, nutze ich ehrlich. Ja, Nintendo Bitch. Ein dummes Snitch. Hä, wieso denn? Ist wie eine Frau, frisst viel Geld und auch viel andere Sachen. Digga. Ja, Junge, okay. Lass mir jetzt mal die ehrenlosen Witze gegen Frauen. Warum? Gute Frage! Ich meine, haben die überhaupt nicht was dagegen zu sagen? Ich meine, wo sind denn die Rechte? Also, die Rechte sind dort. Keine Ahnung, wo. Da sind die Rechte. Warte, warte. Ach, noch so klein. Oh, schon. Und wo wächst der Pfeffer, Benjamin? Eine Sekunde, warte, ich such kurz. Alter, Benjamin, du hast den Joke verpasst. Du hast den Witz verpasst. Warte, Sekunde, ich sag dir, wo die Rechte sind. Nein, du hast den Witz gekriegt. Der Kastur, ich hätte dir gesagt, die Rechte sind da, wo der Pfeffer weg. Und ich hab dich nicht gefragt, wo die Rechte sind, wo der Pfeffer weg. Nee, das ist da. Keine Ahnung. Ja, warte mal, hier wächst der Pfeffer. Nee, warte, hier sind die Rechte der Frauen. Hier. Da sind die Rechte. Oh, scheiße. Weißt du das? Nee, weiß ich nicht. Boah, weißt du, was ich aber weiß? Dass diesen Song war.
los. Mach den Server an, ich will spielen. Kennt ihr noch jemanden? Mach den Server an, ich will spielen. Das ist nicht richtig zusammengesteckt. Einmal 6 Minus an die. Achso, ich hab's zusammengebaut. Ich hab mir 6 Minus gegeben. Ja, warte. Und zwar dort. Losgelöst von der Erde wächst der Pfeffer. Querelos, völlig losgelöst von der Erde wächst der Pfeffer. Querelos, völlig. Nein, Spaß, Digga. Schau dich das an. Look at yourself, bitch. What? I'm whiter than Adolf Hitler. Ich bin weißer als Adolf. Ich kann ihn nicht hören. Schreib das Raumschiff völlig schwer. Eigentlich eine komplette Abkürzung, weil ich bin hier in die Höhle gegangen und bin hier gespawnt. Muss ich nur noch dahin.
Hebt ab und völlig losgelöst von der Erde schwebt das Raumschiff völlig schwerelos. Hallo Jeremy. Ich weiß nicht so, aber ich finde irgendwie Lego Fortnite weniger gruselig als Minecraft. Einfach weil es so vertraut ist. Lego halt. Digga, ich dachte gerade, das wird dieses eine Ding zum Springen, zum Hochfliegen, Digga. Ja. Ruf dich vielleicht zurück. Du Jeremy, mich beschleicht so eine Sache, und zwar, dass einer von uns bauen schlauer ist als du.
Verpiss dich! Immer diese Leute, die anfangen, ein bisschen zu nerven. Auch halt Seite. So, Leute. Da muss ich einen anderen Weg nach Hause finden. Aber den Weg mache ich nur durch Sterben. Digga, wie viel Level bekommt man denn hier? Zu sterben schon gefunden. Moin! Benni, schau mal, warte, das ist gerade zu lustig, hör mal. Oh ja, you standing here in the line? Oh, ich hab schon gestellt, alles gut. Und auf einmal können sie einen von freien Deutsch sprechen. Natürlich. Ah, oh, der arme Herr hat nicht kein Deutsch. Aber das gönn ich ihm nicht, ich zieh das jetzt durch. Okay, good to know. Ich weiß, unangenehm, ich kann ruhig wieder Deutsch reden. Sorry, I don't know what you were talking about. What you talking about? Na, deutscher Akzent, sie wollen es wirklich durchziehen? I don't understand. Okay. Deutsch ist eh eine dreckige Sprache. Das Land ist widerlich. Die Leute... Komm hier und dann zurück, wo du herkommst! So, aber können wir wieder Deutsch, ha? Huh? Oh, du bist gut. Oh, fuck, du bist gut. Ja, ich weiß, wie man das von euch herausgezählt hat, du Arschloch. Ich kenn das schon. Ich find das so lustig. Ey, ich kann nicht beitreten, Digga. Ja, du musst nochmal selber verlassen und dann alleine reingehen. Okay, dann bis gleich schon. Jo, bis gleich.
Ey, Benny, du wirst vorhin niemals erraten, was ich mir gemacht habe. Was denn? Warte. Nein! Nein! Ich hab's doch nicht gemacht! Ich wollte's machen! Ah, Mann! Vor mir, der hat nur Mist gebaut und alles, ich muss das mal alles gerade biegen und das dauert eine Weile und deswegen brauche ich ein bisschen Zeit und so, ne? Hat halt quasi sein Vorgehen der ganzen Geschichte. Hat ein bisschen Zeitaufschub bekommen. Aber wurde nicht besser. Es lief dann wieder schlechter und wieder schlechter und wieder schlechter und langsam die Schlinge zog sich immer enger um seinen Hals und hat einen nächsten Brief aufgemacht. Da stand da drin, hey Benny, beschuldige die Menschen in deinem Umfeld. Warte. Hä? Angefangen, meinte so, ja, ich wollte eigentlich ein bisschen Zeit. Ey, Benny, weißt du, wo mein Glas ist? Müsste oben im zweiten Schrank sein. Wird immer schlechter und schlechter. Und wo, bei mir? Ja. Da muss jetzt die Lösung schlechthin drinstehen. Er macht den dritten Brief. Digga, auf. Woher weißt du, wo mein Glas ist? Ach, egal, oben im zweiten Schrank. Kommt neuer Chef in die Firma. Hä? Hä, aber da ist zweiter oder dritter? Nein, da ist nichts. Ich war doch vorher dran, Alter. Da war doch noch Glas drin. Nein. Ach, egal. Ich mache einfach mal. Weißt du, ich habe mir den Weg eben gerade gemacht, zum zur Höhle ganz oben links zu gehen und die Düsen und alles abzubauen von dem alten kleinen Flugzeug. Hast du mein Glas genommen? Ey, Digga, wenn ich es jetzt in deinen Schubladen finde... Hier ist nichts. Ja, wohl. Ja, ich würde eh nicht glauben, dass du es nehmen würdest. Ich würde es eh viel mehr bei Alex glauben. Ich weiß, der ist nicht mal da. Ey, nimm das Glas, was ich mache jetzt nicht, okay? Weil ich mache gerade neues Glas. Wenn ich jetzt bei dir schaue und dann da Glas ist, Junge, dann behalte ich das. Warum? Nein, du gibst es mir dann. Weil ich brauche das. Ich muss daraus was Wichtiges machen. Was musst denn du machen? Etwas, eine bestimmte Sache. Da, wo du viel Vertrauen in mich stecken musst. Und ist es da? Hier war das Glas. Wo ist denn das Glas hin? Ja, eben, das frage ich. Das Glas war genau in dieser. Leute, Digga, perfekt. Weiß. Ich wollte gerade zum Livestream so, zum Live-Chat so gucken. Fällt mir wieder ein. Mein Browser hat ja Widescreen. Ich kann ja nichts mehr machen. Und der Taskmanager hilft mir auch nicht. Ey, wer hat alles den Schlüssel? Nur wir beide, gell? Ja. Hä? Aber ich habe dein Glas wirklich nicht genommen. Ich habe meine 21 Glas von gestern immer noch. Wie hast du so viel Glas bekommen? Ich habe alles bei Alex geklaut. Ich habe dir nie gesagt, dass ich Glas habe. Weil ich möchte mit dem Glas und dem Treibstoff hier Energie für die Motoren machen und sowas. Und für Bodenfahrzeuge. Und daher brauche ich auch Glas. Aber, kleiner Tipp nebenbei, komm mal her. Wir gehen einmal zum Bauern. Warte. Lass uns über Jobs reden. Hilf dem dann Verarbeitungsjobs und dann kann man hier sagen, schmilz Metalle und dann bekommst du von dem hier Metalle und manchmal Glas. Das ist ja gut, dann mach das mal. Ja, habe ich ihm ja gesagt. Achso. Alarmanlage. Wir schauen dein Live? Kann ich nicht nachgucken, weil mein Browser nicht lädt. Achso. Habe ich doch gerade gesagt, dass mein Browser Widescreen hat, Alter. Achso, Digga, alles klar. Ja, der ist komplett weiß. Ich sehe nicht mal das Kreuz zum Schließen, so weiß ist alles. Digga. Aber Discord natürlich. Discord ist dunkler als Ark Survival Evolved bei Nacht, Alter. Ey, hast du einen Kompass? Kompass. Nein, ey, wer hat die Wand hier abgebaut? Das war ich und für die Treppe.
Lass das mal, lass das mal. Das ist doch einfacher. Nein, dann mach die auf. Mach die auf. Digga, warte. Da muss die Wand. Es gibt doch diesen einen besseren Kompass, den Überlebenskompass. Ich weiß. Ja, den mache ich. Hast du noch einen? Ja. Warte. Ja, dann geht mal. Nee, oh. Digga, zack, den wollte ich mir ja selber machen, Alter, dann. Ja, perfekt. Was kann der? Oh mein Gott, der zeigt mir die Markierung. Oh mein Gott, ich dachte, das kann der Alte. Deshalb habe ich mich so oft verlaufen. Okay. Nee, eigentlich bringt der Alte sogar genauso viel. Ja, naja. Schon. Aber nicht ganz halt. Ja, ja schon, aber nicht ganz halt. Hä? Ach, Digga. Ey, Digga, vor unserer Haustür stand die ganze Zeit irgend so ein Mann, Digga. Das ist ein bisschen creepy gewesen. Du, ich hab da so eine Frage. Geh mal unten zur Werkstatt und sag mir mal, unten zur Werkstatt, erste Etage, da sind ja Schränke. Wo findet man die Schränke im Baumenü? Hey, sind nirgends so Schränke. In der ersten Etage, nicht im Erdgeschoss. Okay. Achso, Ja, wo findet diese man die? Diese kleinen Mini-Dinger? Oh, hab sie gefunden, das sind Tische. Wieso sind das Tische? Das sind keine Tische. Doch, die sind bei Tische, bei Möbel. Traditioneller Tresen. Oh mein Gott. Warte. Was habe ich gesagt? Weil ich mache lieber mal die Schränke rein, weil davon kann ich viel mehr platzieren. Sorry, Tische! Ey, Benni, ich muss kurz mein Headset ausschalten. Und wenn ich wieder rede mit einer anderen Zimmerlehrer, dann einfach achte nicht drauf, okay? Mhm. Ich tue mich, aber rede nicht einfach. Rede nur, wenn ich sie sage, weil ja, also, es sind ein paar Gründe, die erzähle ich dir später. Ciao.
klingt komplett so wie bei Dragons hier ohne Zahn. Tastatur nass. Hier, keine Ahnung was. Bin wieder da. Sicher, dass du es bist? Ja. Okay. Du hast schon wieder das Glas. Nein, ich, ja, okay, ich bin da. Sorry. Sekunde, warte mal. Sollen das die Leute wissen oder soll ich mich einmal dafür stummen, was gerade passiert ist an dich? Wie meinst du es jetzt? Also, ich würde jetzt gerne aber wissen, was passiert ist. Also, sollen das die Leute hören oder nicht? Ist mir theoretisch egal. Dann stumm ich mal.
ich, der den Stream seit halber Stunde aufstumme. Weißt du, was das komische ist? Ich denke so die ganze Zeit, Leute deabonnieren mich. Weil ich hatte 200, ich hatte 355 Abonnenten. Ich dachte so, Leute haben mich deabonniert. Ich habe nur auf die letzte Zahl geschaut. Die war eine 2. Aber auf die 10er-Stelle habe ich nicht geachtet, denn die wurde zur 60. Echt jetzt? Ja. 362 Abonnenten, Alter. Du weißt nicht, was das für. Ja, du weißt nicht, was das für ein Gefühl ist. Kann ich mir schon vorstellen. Digga, du hast 362 Abonnenten, oder wie viel hast du jetzt? Ja, 362. Tschüss, Digga. So geil. Und wie fühlt sich das an? Ja, ich weiß nicht. Es ist halt einfach die Dummheit davor. Ich dachte, Leute deabonnieren mich halt einfach so. Warte, aber ich schau kurz, Digga. Digga, du lügst. Ich schau. Nein, voila, ich schwöre, ich lüge nicht. Doch, 362 Abonnenten. Nein. Ich hab sogar Screenshot auf Handy. Ich schau. Ja, schau doch. Nein, du hast 361. Nö, du hast sie abonniert. Was? Das zählt nicht. Nein, du hast wirklich 361. Ich hab abonniert. Aha. Und wieso habe ich denn auf meinem Handy einen Screenshot von 362? Ich weiß es nicht. Dann ist es wahrscheinlich bei mir ein Lag oder so. Mhm. Und in meinem Browser steht auch 362. Dann keine Ahnung. Digga, ich schau. Aber hey, gestern waren es doch nur 352, Alter. Das check ich halt nicht. Ey, wir veranstalten jetzt die Tanzparty, schau mal. Ja, Digga, alle tanzen nein, mit. Bitte nicht. Die sollen arbeiten. Verpisst euch arbeiten. Los, ab an die Arbeit. Ja, perfekt, Digga. Die gehen alle zu Bett. Ja. Dankeschön. Mann, was schaut? Geh. A. Bei. Ten. Ten. Opfer. Das waren zwei Silben. Du Opfer! Einschlag, du Opfer! Ja, okay, dann halt. Dann halt du Opfer. Dann schau nochmal. Warte mal. Meine Armbrust hat zweimal Haltbarkeit und einmal Kondition. Darf ich dich einmal mit meiner Axt schlagen? Ich würde mal gerne wissen, wie viel Schaden die macht. Nein, danke. Einmal. Nein, danke. Einmal. Ich hab nein, danke gesagt. Du kriegst auch einen Hamburger. Nein, danke. Nein, nein, nein. Komm doch her. Ich baue die Treppe ab. Komm her. Nein. Komm doch einfach her. Ich bin ein Flugzeug. Ich kann fliegen. Du lässt es zu. Dazu müsste ich erstmal normal sein. So. Nein, ich hab hier nichts hingemacht! Nein! Denkst du ernsthaft, ich hab keinen Hängegleiter? Ja. Ah, kein Bock mehr. Bleibst du zu Hause? Ja. Gut so. Wo bist du? Ich komm grad. Da kommt der ja. Nein! Ich hab die Spitzhacke in der Hand! Ich hab die Spitzhacke in der Hand! Ich verpiss dich! Bitte verpiss dich einfach nur! Bitte, Benni! Wir sind doch Freunde! Junge, ein Schlag! Nein! Du kannst mich dann auch einmal schlagen! In Skelette, lenkt ihn ab! Azurkrikus und Mazurzidros! Auf ihn! Mit Gebrüll! Die laufen ja auf dich. Und okay. Weißt du, dass das meine Stadt ist? Ich weiß. Jungs, der kommt hoch! Warte, was? Du hast ja Arbeiter? Ja. Aura zum Beispiel. Digga, schau dir mal unser Dorf von hier an, Alter.
Das könnte auch irgend so eine Apokalypsenstadt sein, wenn man das von hier begutachtet. Oh, endlich. Nein, du bist immer noch nicht weg. Digga, verpiss dich mal. Ernsthaft jetzt. Whee! Wo, warte mal, wo war das Trampolin? Ey, Benny, geh einfach nur weg, Digga, bitte. Ey, hier ist ein Sanddemogorgon. Ey, Benny, hier ist ein Sanddemogorgon. Benny, komm mal her. Ich sollte doch weggehen. Ja, aber komm her, aber ohne mich zu schlagen. Hier ist ein Sanddemogorgon. Lass den bekämpfen, oder? Ey, Coyote, nicht ich! Ey, du kommst mir nicht zu nah. Haha, ich hab einen Gleiter, du nicht. Ey, Benny, Hilfe! Ich werd gejagt von dem scheiß Coyoten. Wieso hat das jetzt die Drecksmusik drinne? Ach nee. Ja, dann lade ich es nicht auf der YouTube hoch, Alter, mit der Scheißmusik, das kann ich definitiv da nicht geben. Da muss ich dann kurz wieder. Ach warte, ich geh doch mal nochmal. Hier ist ein Sanddemogorgon, Digga. Warte mal, der kommt in meine Richtung. Das so einzige, was ich gerade sehe, ist mein Paulaner Spezi. Der Typ da oben. Ey, Benny. Der ist hier vor meine Fresse, komm. Ekelhaft. Jetzt komm mal. Ich brauch Essen. Schieß hier. Was ist denn? Komm her. Ich der dreimal schießt und verfehlt. Hab die Chili getroffen. So, jetzt komm mal. Schau der Typ hier oben. Na. Oh Scheiße, hat keine Energie mehr. Schau, der chillt hier unten. Hast du zufälligerweise irgendwas dabei, womit du Sprengstoff machen kannst? Hast du Planken? Nein. Dann wird scheiße. Egal, auf 3, 1, 2, 3. Ja! Ey, Jo, ich bin hier! Komm her! 360! Ah! Fuck you, bitch! Na. Essen aufsammeln, sonst wird er wieder stärker. Ach, zeig, was du kannst! Oh mein Gott, ich bin fast komplett tot. Ich hab dir noch
habe gar nichts. Oh, scheiße. Egal. Mal ist nur einmal im Jahr. Komm rüber. Komm jetzt rüber, Digga. Ich sag nochmal. Du babschi, du chippin. Life could be dream. She only hang around the paradise go round. Ey, Digga, jetzt komm rüber. My problem is not my problem. That's your ey, problem. Ey, jetzt komm rüber. Okay. Flugzeugturbine startet in gleich. Life could be dream. Ich versuch den hier auszudrippeln. Nein, ich bin am Fallschaden gestorben. Ja, dann bist du jetzt endlich mal hier. Passt doch. Ja. Weiß dir mal auf meinem Flugzeug im Bett zu, wenn du willst. Was kann ich? Auf dem Flugzeug im Bett zu weisen. Warum sollte ich? Wenn wir auf Erkundung gehen. Oh mein Gott, das Frostkieferbett verbraucht nur Frostkiefer. Darf ich den vorderen hier nehmen? Ich bin ja eh im hinteren Bett, also. Ja, okay, dann nehme ich lieber einen anderen. Ja, wir haben auch noch die Betten. Nein, nein, alles gut. Ja, aber falls noch jemand dazu kommt. Könnte auch eine Sitzbank. Warte, ich drehe mal einen um. Alles klar, Digga. Ich kann ihn nicht abbauen, okay. Die kann man nur mit einer Axt abbauen, die speziell ist. Your life could be dream. Du musst links vorbei. Ja, aber was bringt Ducken eigentlich, wenn man da immer noch nicht vorbei kann? Ducken bringt es, dass einen die Monster nicht so schnell sehen. Jetzt hast du mich einmal geschlagen. Jetzt möchte ich dich einmal schlagen. Ey, nein, Digga. Bitte, ein Schlag. Junge, bitte, ein. Was bringt es dir wegzulaufen? Ein Schlag. Mit meiner Axt zerstöre ich mit einem Schlag ein Stück Holz. Ich könnte dein Baumhaus in 5 Schlägen zerstören. Du oder dein Baumhaus? Ich. Ja, okay. Ein Schlag. Komm her. Wir spawnen jetzt mal. Du oder dein Baumhaus? Na, Bella. Life would be good. Life would be cute. Ein Schlag weiß ich ja nicht. Ja, aber schau mal hier. Ja, Bro, beruhig dich. Ja, komm. Komm, komm. Komm, du. Du musst mich fangen. Das Ding ist, ich hab nur 3 Herzen. Ja, ich. Nee, mach dich voll. Ich will wissen, wie viel Schaden mein Dingens macht. Ja, ich weiß, in wie viel Schlingen ich Alex töten kann. Warte, da muss ich kurz Essen aus meinem Kühlschrank holen. Ich kann es immer noch nicht fassen. 362 Abonnenten. Das sende ich natürlich erstmal an meinen Status und an wichtige Kontakte. Hey Digga, ich bin immer noch nicht cool. Thank you.
Digga, was ist das die ganze Zeit für eine Musik? Sorry, das sind meine 80er. Oh, Rhythmus is the Dancers heißt der Song. Yeah, yeah. Ey, Benny, komm und fang mich! Komm! Ich kann auch einfach dein Baumhaus abbauen. Nein, Digga, du musst mich fangen. Benny. Hm? Benny. Hm? Also eins von drei ist schon weg. Benny, du baust dieses Ding da jetzt wieder hin. Nein, komm runter. Nein. Dann lass ich's. Benny, du baust das Ding wieder hin und versuchst mich zu fangen. Abgemacht? Okay. Nee, Junge, du läufst doch eh immer nur weg. Nee, Digga, ich hab keinen Bock. Ja, Digga, dann musst du halt versuchen. Ein Schlag doch nur! Nein. Das ist so schlimm an einem Schlag! Ja, dann fang mich halt, dann kannst du diesen Einschlag machen. Komm und fang mich. Komm, trau dich. Trau dich etwa nicht. Uno momento, schade. Por favor. Uno momento, uno momento. Ich fang dich mit Dynamit in deinem Haus. Nein, das machst du nicht. Du fängst mich jetzt mit deiner Axt. Kapitze? Kapitze? Benny? Also, ich stelle nur kurz noch was her. Ja, Kapitze, kommst du runter? Ey, Benny, du legst das Dynamit aus deiner Hand. Du versuchst mich jetzt einfach zu fangen. Das Dynamit fängt dich schneller, es hat einen besseren Radius. Nein, du versuchst mich jetzt zu fangen. Mit deiner Axt. Wieso stehst du da oben? Und dann versuch mich halt zu fangen mit deiner Axt. Nein, mit deiner Axt. Komm da runter. Nein, mit deiner Axt, Benny. Okay, der Benny war... Ja. Sei ein Preis! Wo ist denn der Pfeil hin? Kannst du mir mal helfen? Ich weiß nicht, wo mein letzter Pfeil hin ist. Ist mir egal. Sei ein braves Hütchen. Ich hab's in der Luft aufgefangen. Mhm. Benny, sei ein braves Hütchen. Fang mich! Junge, du bist. Mit deiner Axt! Warte, ich denke, ich hätte jetzt beinahe schon mit Dynamit geschmissen, Alter. Ey, und. Nein, nix kaputt! Oh, Scheiße. Ich kann auch einfach die Treppe abbauen nach oben. Nein. Ja, Junge, jetzt muss ich erstmal hier rund. Ja, du kannst einfach im Kreis oben rumrennen, Alter. Was willst du? Life would be dream. Life would be cool. Life would be you. Life would be cool. Oh, I see a. Meow, meow. Life would be dream. Life would be cool. Ich bin hier gerade Fango. Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Andersrum. Schule mit Courage, warte! Schule ohne Courage, Schule mit Rassismus. Ja, so sagen es alle an meiner Schule. Also an meiner alten. Warte, die Spinne ist wichtiger als du. Man muss auch Prioritäten setzen. Ja, dieser Minium. Weil wir ja, brauchen ja. Halt Real Talk Seide für die Dinger. Und wenn wir nicht sammeln. Das sind Spinnen. Ja.
Digga, ich hab davon schon tausende Milliarden gesehen. Und weißt du was du bist? Ein Spinner. Life would be. Und wie viel hab ich da abgezogen? 0,1. Also ein Viertel von meinem Herzen. Hey, das kann nicht sein. Ich hab die aufgerüstet. Zweimal Schaden. Komm. Wahrscheinlich nur, weil du Sprungangriff nicht ganz getroffen hast. Und du darfst nichts zerschampfen, nur so. Boah, stimmt, Mann. Benny, ich hasse dich! Er geht unter mit seinem Schiff. Springst du auch immer im Wasser, weil das ist irgendwie schneller. Ja, und wenn du auf die Energie achtest, sobald du die Energie los bist, spawnst du wieder am anderen Ufer. Ich weiß. Ah, ich hatte keine Energie mehr. Du musst theoretisch einfach nur warten, bis deine Energie alle ist. Hey, warte, schlag mich mal. Hey, die macht ja gar nicht viel Damage. Ich hab die zweimal Schere. Oh, jetzt ist die im roten Bereich, danke. Digga, die macht ein Viertel Damage nur. Aber Junge, schau mal jetzt beim Skelett. Das Skelett ist direkt tot. Die Bro, mach ich mit meinen Schwertern auch. Und meins macht Flächenschaden. Aber die Armbrust hat macht 10 Schaden. Also die Axt macht 3 und die Armbrust macht 10 Schaden. Hä? Bei mir macht das nur Ding. Nee, es geht nicht von den Herzen, sondern wenn du im Inventar bist und dann mit dem Cursor drauf gehst, dann steht neben der Seltenheit Dingensens. Keiner schmeißt mein Flugzeug ab. Ey, jetzt mal ehrlich, wann fliegen wir los? Wenn wir endlich das fertig haben. Hast du noch Seide? Und was fehlt? Ja, Seide, ja. Seidenstoff. Ich geh farm. Tschüss. Ja. Ich verarbeite. Du hast gerade schon wieder Fanta getrunken. Ich trinke gerade meine Paulaner Spezi. Ah. Na, ba Jungs. Was geht, Jungs? Habt ihr auch so einen schönen Glätter, so einen smoothen? Schule mit Schule ohne Courage, Schule mit Rassismus. Eine Frage, bist du schwarz? Naja, ich bin Kamerell. Was für ein Ding? Alexa Lichter, Alexa stopp. Hey, bist du dumm? Alexa Licht aus. Okay, Gas. Ich habe einfach einen TNT-Fass gefunden, den wirf ich jetzt auf mein Haustier. Oder auf die Leute, wenn die mich noch weiter nerven. Hallo Jungs.
Ey, nur so, ich bring grad eine Horde an Skeletten mit. Renn! Ich bitte! Kommt mit, Jungs! Ihr auch! Kommt, kommt! Verfolgt mich alle, wenn ihr Eier habt! Komm, wir gehen noch ein paar Freunde holen. Ah nein, es wird langsam Tag. Kommt. Oh nein. Warum vergrabt ihr euch alle? Es hat doch gerade eben erst so viel Spaß gemacht. Die vergrammt sich, weil es Tag wird. Ist mir egal. Es hat gerade eben angefangen zu Spaß zu machen. Aber erstmal, worauf setzt sich der Wert eines Steam-Accounts überhaupt zusammen? Natürlich die Level, die du auf dem Account hast, die du gewinnst, indem du Achievements in Spielen sammelst, die Spiele selber, die auf diesem Account gekauft wurden, und die Abzeichen und Karten, welche du in jeweiligen Spielen findest. Und den Account, den ich meine, besitzt ganze 7400 Games und ist Level 5000. Da alleine die Games auf diesem Account zusammen einen Wert von $36,000 ergeben, da beträgt der Gesamtwert von dem Account $280,000. Das wäre ein schöner Lambo. Wie viel ist dein Steam-Account wert? Eine folgende. Der besteht ja aus Glas. Also was wird wohl passieren, wenn ich mit einem Hammer drauf hau? Wenn ich jetzt schon so auffällig frage, dann kennt ihr ja wahrscheinlich schon die Antwort. Und genau das ist der Fall. Der Tropfen wird nicht zerstört. Aber warum ist das so? Beim Abkühlen erstarrte zuerst die äußere Schicht. Dadurch konnte sie sich logischerweise nicht mehr verformen. Aber das Innere hingegen musste immer noch abkühlen. Wenn Stoffe abkühlen, insbesondere bei ein paar hundert Grad, ziehen sie sich ja im Normalfall ziemlich weit zusammen. Das hat zur Folge, dass nun das Innere des Tropfens versucht, das Äußere an sich ranzuziehen. Das führt zu unglaublich hohen Spannungen und diese erzeugen wiederum eine unglaublich hohe Spannung. Hab eine Spinne getötet. Seht das Ganze am besten wie eine dieser simplen Steinbogenbrücken. Die werden ja durch Druckbelastung theoretisch. Geh ich schlafen. Stabiler. Hab nochmal drei Spinnen getötet. Der Tropfen zerspringt nicht und er ist aus Glas. Darf ich euch daran erinnern, was der Hammer letzte Woche dem Diamanten angefahren hat? Aber die Bolognese wäre nicht wirklich unzerstörbar. Die Schwachstelle von dieser ist der Schwanz. Nein, ich werde jetzt nicht lachen. Wenn man den abzwickt, entspannt sich das Ganze, was eine Explosion des Tropfens zur Folge hat. Eine Schutzbrille darf hierbei natürlich nicht. Ey, hier bei mir ist ein Eishund. Wir reden hier von unerschießenden Glassplittern. Also, seid ihr bereit? Okay. Er lebt noch. Das sollte jetzt eigentlich nicht passieren. Wahrscheinlich war diese Träne einfach nur ein Fehlschlag. Sie wird garantiert zerspringen, wenn ich mit einem Hammer draufhau. Jede dieser Tränen konnte trotz abgezwickten Ende sämtlichen Hammerschlägen standhalten. Ha, ich bin fantastisch und ich habe aus Versehen den stabilsten Gegenstand der Welt hergestellt. Nein, Spaß. Dafür bin ich doch viel zu bescheiden. Hammerschläge kann es zwar überschreiten. Wenn du dein Auto betankst, gibt es ein kleines Loch, welches mit einem Ventil verbunden ist, das Luft einsaugt. Diese Luftzufuhr sorgt dafür, dass der Sprit geschmeidig in dein Auto fließt. Aber sobald der Tank voll ist, schließt der Sprit dieses Loch, was die Luftzufuhr stoppt und ein Vakuum im Inneren kreiert. Und diese Druckveränderung signalisiert der Pumpe, dass der Tank voll ist. Dein Loch wird jedoch gestopft, wenn du mir nicht folgst. Wenn du dein Auto separated from your physical form. My physical. What?
things that are happening. Whatever you think. I need the time. Throw that to the side. I get those goosebumps every time. Digga, Wolf, ich hab grad gar keinen Bock auf dich, deswegen lass mich einfach nur. Ich? Ey, Wolf, fighte dir ab. Hier, 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 fighte, fighte. Weil ich hab grad ehrlich gar keinen Bock auf dich. Noch eine Spinne. Noch eine Spinne. Ich bin jetzt mittlerweile 1000 Meter von dir entfernt. Hm. Ja, noch mal 3 Sprinten. Ey, gibt es Loot Drops in Lego Fortnite? Ja. Tschüss. Hast du schon mal eins gefunden? Ja, schon öfters. Was ist da so drin? Nicht so viel. Ach, Digga. Meine Freundin lädt mich ein, Digga. Soll ich annehmen? Also darf die mitspielen? Hä? Wer lädt dich ein? Meine Freundin, also ja, jetzt nicht so diese Freundin zu, da wo du gerade denkst. Ja, nein, aber so. Sie kann nicht mitspielen, weil sie braucht ja einen Schlüssel. Die lädt mich die ganze Zeit ein. Sollen wir dann was anderes spielen oder? Ja, okay. Warte, dann lade ich die kurz ein. Also ich muss mich irgendwie erstmal sterben lassen. Ey, wie kann ich sterben? So, töte mich mal kurz. Digga, du machst mir zu wenig Damage. Klar, tippt sie die Medaillons aus und pack sie ins Inventar. Dann kriegst du mehr Damage, also nicht stimmt. Mehr Damage, aber hast weniger Herzen. Das ist stimmt, Digga, wie klug. Ah, am Mittel. Ja, bitte töte mich doch einfach. Danke. Warte, ich lade die kurz ein. Geh du schon mal Lobby. Okay. Aber Digga, denk nichts Hass. Bitte. Bitte denk nicht in die falsche Richtung. Keine Sorge, das kann ich gar nicht. Ah, okay, warum? Das war Ironie. Warte, ich muss dich und sie jetzt einladen. Also dann bis gleich, ciao. Jo, bis gleich. Ich bin halt der Typ, der immer falsch zweimal denkt, aber. Das ist ein Hundespielzeug auf Gummi. Damit du es weißt, der Köter kuriert das.
Okay, was spielen wir? Okay, was spielen wir? Keine Ahnung. Ich hab halt ehrlich jetzt auch keine Ahnung, außer das hier. Nein. Ja doch. Außer das hier fällt mir nichts ein. Ah doch, warte, ich hab was Besseres. Hä, warum finde ich die Map gerade nicht? Warte. Warte, was hast du gemacht? Das ist so alles klar. Geht mich auch so. Oh mein Gott, das tut so weh in den Augen, Alter. Die tauchen ein PC-Teil ins destillierte Wasser und schalten es ein. Tut so weh im Herzen. Hör, es geht nicht. Oh mein Gott, es geht nicht kaputt. Hä? Es funktioniert. Ey, habt ihr beide Aphrodite? Was für ein Ding? Den Skin, den ich gerade hab. Meinst du, der im Battle Pass ist? Ja. Ich hab den Battle Pass immer noch nicht. Okay, weißt du was denn, Scheiß auf. Dann mach ich ready. Du hast zwei Katzen? Ja, ich hab noch. Der Hund ist mir das hier aufgefallen. Und warum wart ihr beim Tierarzt? Keine Ahnung, meine Katze ist immer so aggressiv und Beide oder nur eine? Beide. Aber und seit wann habt ihr Katzenkäfige? Schon immer. Also den schwarzen haben wir neu gekauft, aber den anderen haben wir schon immer. Digga, das glaube ich jetzt einfach nicht mehr. Ja, okay, den schwarzen. Und was hast du morgen wieder? Ja. Normal, ich muss jeden Tag wissen. Musst du oder willst? Ich muss. Digga, ich darf während der Schule einfach nicht. Also ich darf nicht. Stell dir das mal vor, sei ich bin. Warum änderst du die wieder dein Profilbild? Mann. Junge, ich. Meinst du auf WhatsApp? Ja. Digga, ich nutze, seitdem ich WhatsApp habe, dasselbe Profilbild. Ich weiß, das hatte ich auch, aber das hat mir einfach nicht mehr gefallen, weil keine Ahnung, wie alt ich war, als ich das gemacht habe. Und jetzt habe ich halt meines geändert und jetzt werde ich das wahrscheinlich wieder 5 Jahre haben. Ja. Ja. Aber mein YouTube-Profilbild ändere ich dafür oft. Sagen wir Digipump oder Skapump? Digipump oder Skapump? Was ist denn der Unterschied? Pump ist Pump. Nein, Digipump oder Skapump? Also... Mann, das hier oder das hier? Keine Ahnung, ist doch schon ausgewählt. Aber 362, Junge, das ist so... Der... Arsch! Büffelbox! Scheiße, das ist gut! Scheiße, ich schieß einfach rein! Ich bin nicht ein... Ich schieß einfach rein! Ich hab einen! Ich bin sowas von null eingespielt, Digga. Oh. Ja, ich bin immer so scheiße. Ja, Melda, du bist am Arsch, sag ich dir gleich. Ja. Nein, die sind alles gut, die sind gut. Was soll man gegen die machen, ja? Die sind besser als immer. Alte 4 kann ich machen. Ja, Mann, Digga, ich bin sowas von null eingespielt, ja. Hab ein. Auch wenn man eingespielt ist, wenn man verliert gegen die einfach so. Nein, nein. Wenn ich eingespielt bin, sind die am... Mann, ich dachte, der ist ein Gegner. Chill, ich muss mich kurz filmen, ich muss mal rein. Ich spray einfach. Okay.
Das ist die dümmste Idee. Junge! Es ist alles gut, es ist alles gut. Mensch! So, jetzt ist alles wieder gut. Jungs, ich hab den einen fast. Der eine ist fast weg. Es fehlt nur noch. Jungs, holt mich, holt mich, holt mich. Holt mich. Ich bin ein Mädchen! Wie du so auf einmal gesprochen hast, Alter. Ich bin ein. Hallo, hallo. So, erstmal Treiber neu starten. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Okay, das war jetzt eine dumme Idee. Hallo? Standbild. Also jetzt ist Standbild vorbei. Perfekt. I cruise. Warte, warte. Öffne. Ist offen. Ja, aber du sollst nicht bei mir öffnen. Ridin Machu ist Zucker. Ich hab ihn gekillt. Zucker. Dein ist auf K, der ist ein auf K. Nein! Mann! Okay, einer von denen ist auf K. Boah, ich weiß, ich bin sowas von null eingefallen. Aber der eine, der mit dem Schwarzen, der ist nicht so gut. Aber ist schon schlecht. Wo ist der? Oh, der ist hinter mir noch! Weil ich bin selber schlecht. Junge! Ja, eigentlich! Oh, schön Paula. Ich bin selber so schlecht gewesen. Junge, warum kann ich keine Treppe mehr editieren? Damit haben wir auch so lange. Ich hab den einen. Ich hab nur auf den perfekten Moment gewartet. Der hält hier und der andere steht mit der Pump dahinter. Junge, ich kann euch alles über die sagen. Die haben unten aufeditiert. Wie kann es sein, dass ich in der Ecke stehen kann oben? Überwachungskamera. Moin! Ey, lass mich rein. Ich hab Heal. Lass mich rein, ich geb Heal. Danke. Okay, ich wäre für ein anderes Spiel. Nein, wir können das schon spielen. Ich bin nur noch da eingespielt. Einer dead. Das Einzige, was immer noch nicht eingespielt ist, ist meine Grafikkarte auf 300. Der ist so low. Ich muss meine Grafikkarte neu starten. Okay, entweder stürzt mein PC jetzt ab. Leute, ich kann nicht sehen, ich starte gerade meine Grafikkartentreiber neu. Ich habe ein bisschen zu oft drauf gedrückt jetzt. Hallo! Anhalten! Oh, Digga, ich habe Black Screen. Ich kann nicht! Ich habe Black Screen. Er meint nicht dich! Oh, was habe ich gemacht? Ich bin halt null eingespielt und kann gerade gar nichts. Ich habe ein Black Screen. Ja, Junge, meine Grafikkarte kann auch nicht. Ich habe wenigstens einen gekillt und dem anderen 10.000er, 100er gegeben, aber er ist trotzdem nicht gestorben. Fortnite ist eingefroren. Fortnite ist das beste Ding. Ah, da,